Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Trek Online mit dem lieben Revano. Hallöchen. Und mit dem lieben Onkel. Hallihallo, Hallöchen. Bam! Wo war man das letzte Mal stehen geblieben im letzten Part? Genau, wir mussten die Entscheidung müssen wir treffen. Genau, und da wollte der Revano jetzt noch fachsimmeln. Das wollte er uns jetzt in der Spielpause schon, aber da hat er gesagt, das fällst du mal schön von der Aufnahme. Also leg mal los. Also ich würde mal ganz spontan sagen, jetzt einfach mal so aus eigener Entscheidung würde ich sagen, wenn wir doch unterwegs sind mit einem Raumschiff und der Captain sagt, wir sollen eine Entscheidung treffen und das ist, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Test ist, weil wir sind doch gerade am ersten Tag da und dann sollen wir gleich sowas Schwieriges entscheiden und ich würde auf jeden Fall sagen, wir müssen irgendwas machen. Entweder wir machen nur die Schilde hoch oder wir laden auch gleich, weil wenn es eine Falle ist, dann sind wir vorbereitet, sonst stehen wir da gleich echt doof, weil das andere hier mit warten und so, das sind Leute, die brauchen Hilfe. Ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal eine falsche Antwort. Also entweder wir machen nur die Schilde oder wir machen gleich Waffen mit hoch. Ist halt nur die Frage, dass er hinterher sagt, oh, sie sind aber stürmisch. Ne? Ich würde weißt sagen, du, Schilde hoch. Also zweite, würde ich sagen. Also sicher ist sicher, ne? Ja, oder? Ja, ja, nehmen okay, wir das. Gut. Okay, gut. Dann Attacke. Wer war dran? Ich glaube, ich war als letztes. Dann ist der Onkel dran. Die Schilde stärken scheint eine wichtige Vorsichtsmaßnahme zu sein. Ja, Sir, es könnte eine Falle sein. Sir, 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 Arschkriechen, Sir, Sir, machen. I agree. Flores, raise shields. Number one, ich mag ihre Denkweise. Kommandozentrale, Schild hochfahren. Nummer eins, nehmen Sie Ihren Platz ein. Ich kann Sie ja nicht die ganze Mission stehen lassen. Fortfahren. Ich habe gerade für mich gelesen. Platz nehmen wo? Achso. Ich stehe da gerade so doof rum, ich denke, warum passiert nichts? Einfach wieder auf den Stuhl klicken? Nee, wir haben ja Ausrufezeichen. Nee, ich habe da zwei verschiedene Dinger. Ja, stimmt. Wir müssen raus. Ah ja, okay, ich fahre okay, mal mit dem Turbolift zum Transporterraum. Ja. Genau, okay. Warte mal, es gibt zwei Fahrstühle, einmal Transporterdeck ja. Und einmal. Und was ist das andere? Das andere ist auch Transporterdeck. Ja, das ist, achso, das Raumschiff ist groß. Okay. Okay, runterfahren. Jetzt kommt ein Ladebildschirm. Oh, wir haben Alarmanlage an. Was? Nee, das ist... Stehen wir dort noch da? Oh, es hat geknallt. Was? Break-Even sollte in Reichweite sein, gib mir ein Signal. Oh, Kampfmusik ist aber... Ich halte keinen vernünftigen Scan! Wieso? Miau, ich komme eine ordentliche Miau-Telefonung. Könnte Störung Miau sein. Alter, habt ihr das Katzenklo gesehen, Junge? Spiel mir sie jetzt rüber. Oh nein! Scheiße! Klingon! Ich stehe so hilflos im Fahrstuhl. Kacke, die haben unsere Katze abgeknallt. Boah, ein Klingklang. Ein klingelnder Gone. Stopp, die Sicherheit meldet Disruptorfeuer. Im Transporterraum. Außerdem erscheinen überall auf dem Schiff klingonische Transport-Signaturen. Ah ja, alles klar. Wir werden überfallen. Wie kann ich helfen? Sie haben die Kommandocodes, um eine Waffenkammer in Ihrer Nähe zu entsperren. Bewaffnen Sie sich selbst und alle Mitglieder von Sicherheitsteams, die Sie finden können. Was? Holen Sie ein Phasengewehr. Jetzt fange ich auch schon an. Phasengewehr aus der Waffenkammer. Was ist mit dem feindlichen Schiff, Sir? Wir haben noch Waffen. Ja, ich bin noch gerade dabei. Wir haben noch Waffen. Wir tun, was wir können. In der Zwischenzeit brauche ich Ihre Hilfe dabei, unsere Decks von Klingonen zu säubern. Target Ende. Schlagen Sie die Klingonen zurück. Jawohl, Sir. Alles klar, wir müssen jetzt ganz schnell einen Phaser besorgen. Oder eine Phaser-Waffe. Bei mir. Oh mein Gott. Ah ja, ich habe auch eine. Und der winkt schon. Okay, wir müssen... Boah, ist das schwul. Freikämpfen. So, Autorisierung. Geben Sie den Kommandocode ein. Genau. Aber ich habe doch keine Waffe. Ah, da im Schrank. Ah, alles klar. Ja, hab ich. Du hörst zu. Alles gut. Alles gut. So, hier. Was? Wo? Gewehr abholen. Jetzt muss ich irgendwann wieder scheiß Steuer schießen. Ich glaube es nicht. Drück mal I und... Oh, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Da gab es nämlich noch eine Taste. P für Person. Oh, was war das denn jetzt nochmal? Also Inventar. Ja, es gab noch ein Person. Da konnte man die Person aufmachen. Klick doch einfach drauf. K. Drück doch einfach auf die Person drauf. Da passiert nichts. Ja. Nee, ich meine die eigene Person. Nee, C ist ducken. C ist normal. Was machst du denn jetzt? Steht doch hier oben. Teste U. Ah, ja, die habe ich gesucht. Perfekt. Und was jetzt können wir das Gewehr rüberziehen. Welches was da? Ach so.
will, dass wir da weg haben. Oh. Gegenstand belegen. Ja, ich habe das jetzt ausgetauscht gegen mein Scharfschützengewehr. Genau. Auf U kannst du das, kannst du deinen Charakter auswählen und dann einfach rüberziehen, dann kannst du dein Scharfschützengewehr auswählen. Und dann laufen die automatisch los. Ja, ich habe jetzt hier zwei Fenster oben drin. Okay. Oh, scheiße. Kadett befehlen. Erste Kadett schon tot. Okay. Oh Mann. Oh nein. Oh mein Gott. Töte es. Ah. Alarm. Ja, warum schießt denn der nicht? Monitor wechseln. Ich will den Fokus setzen, ja. So, ich hab jetzt hier. Was ist denn das? Was ist so leuchtet? Oh, was ist jetzt los? Meine Pimmelkuppe wird kaputt gemacht. Kann man das nicht wegmachen? Oh nein, sie haben ein Loch eingeschossen. Take okay, items. Ihr seid schon ein bisschen weiter, Hybus, aber es macht nichts. Hybus-Spray nehmen, na klar. Take items, okay. Sie haben ein Hybus-Spray aufgenommen. Dieses Gegenstand kann dazu benutzt werden, jegliche Verletzungen, die euch zugefügt wurden, zu heilen, okay? Okay. Ja, wir müssen... Wo muss ich jetzt weiter? Ah ja, okay, da drin sind welche. Ja, ich glaube. Wie komme ich denn da rein? Gegen die Tür laufen. Ja, bin ich, aber die ist nicht aufgegangen. Aber das ist ja gar nicht richtig, der Pfeil da. Ach doch. Ach, das sind welche innen. Die Tür geht nicht auf. Ich sehe drei Stück, aber die Tür geht nicht auf. Läufst du gegen die richtige? Ja, eigentlich schon. Ich hoffe es zumindest. Aber meine ist aufgegangen, da steht einer innen, da kämpfen drei Leute. Ah, wo muss ich, mit den Leuten nochmal quatschen oder so, dass die Tür aufgeht? Nee. Aber bei mir ist die Tür auch nicht aufgegangen. Hast du das Item eingesammelt? Welches? Die Waffe? Nee, da ist dann. Ja genau, da ist ein Item aus, das musst du einsammeln. Wo ist das? Hast du deine Soldaten befehligt? Ich hab nur mich selbst und die beiden. Muss ich denen was sagen oder was? Ja, musst du Kadett befehligen. Ah, okay. Okay, ich hab jetzt die drei Typen getötet, aber was muss ich jetzt weitermachen? Die Mietzekatze. Ja, und dann kommen die raus, genau. Wow, die ist aber geil, die Waffe. Jetzt habe ich einen Gegenstand gefunden. Hä? Ui, jetzt wurde ein Loch gerade reingeballert ins Raumschiff. Habt ihr das auch schon gehabt? Ja, klar. Ist schon viel weiter. Ah ja, da hinten. Ah, da leuchtet was. Jetzt auch. Genau, jetzt habe ich ein Item bekommen. Und zwar ein Hypo-Spray, genau. Kadett Ruck. Okay. Wo muss ich denn hin jetzt? Hast du den schon geheilt? Ja. Ach ja, gut, alles klar. Ich habe mich gar nicht gefunden, der war so versteckt dahinter. Okay. Schön weggeballert, den alten. Onkel, wo bist du danach hingelaufen, nach dem Typen? Ich laufe jetzt einfach geradeaus weiter hin, ne? Zum Pfeil zu. Ach hier, warte mal, hier ist an den grünen... Aua! An dem grünen Licht kannst du... Oh, es kommt wieder ein Text. Okay, die Katze habe ich geheilt, ja. Jetzt müssen wir auf alle warten. Mhm. Jetzt kommt hier ein Text, du musst dann zu dem grünen Licht laufen, da kommt Dampf raus und dann... Ah ja, okay, da geht's weiter. Und jetzt muss ich mal wieder warten, weil eben wieder hier... Text ist. Oh, die haben hier dicke Offiziere an Bord, du. Komm, lauf, wir haben Text. Ja, ich warte hier die ganze Zeit auf dem Textbildschirm. Aua! Okay, ich stehe jetzt bei dieser grünen Leitung da. Genau. Ich habe auch einen Text, genau. Ist das Nummer 1? Wir tun unser Bestes, ist das? Okay. Wer ist dran? Warte mal, Rivano, Nee, du kommst nach Rivano. Genau. Hardcode. Hardcode. Nummer 1, wir tun unser Bestes, um den klingonischen Marauder kampfuntauglich zu machen. Es wird an der Zeit, dass sie uns mal zeigen, ob sich das ganze Akademietraining gelohnt hat. Barrierefähigkeiten verwenden, um dem Schiff zu helfen. Also okay. Ich habe nur das Unterste, was ich auswählen kann. Ich kann die Technik. Waffen der Schiffe verbessern. Genau. Anklicken. Das war's schon, oder? Ja. Und dann Turbolicht Hüllenbrüchen, ja. So. Turbolift ins Waffensystem. Und wieder Gegner töten. Korrekt, zwei Klingonen abgemurkst. Sehr schön. Lebensenergie heilt sich auch. Oben die blaue ist das Schutzschild und grün ist eure Hülle. Was? Ach du Scheiße, wie viel stehen denn da vorne? C ist geduckt halten.
C ist geduckt halt eben. Hm? Ah, du kannst auch in der anderen Sicht mit X rüber wechseln. Oh, 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 Leute. Aua, 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 aua. Schießt auf den Offizier, der ist böse. Alle böse. Aua. Vielleicht tot. Du? Aufpassen, geh ein bisschen zurück, du hast ja dein Team. Oder jetzt, nimm Hydro-Spray. Okay, jetzt kann ich hier wieder rein, die Tür ist gelb. Genau, genau, da kann ich jetzt auch rein. Tür aufbrechen. Alter, wie viele Klingonen sind denn hier reingekommen? Da sind doch gerade nur 3 Stück reingekommen. So, jetzt habe ich da wieder welche. 2 Stück, ja. Aua. Oh, hier sind noch mehr, das sind nur 2, das sind 4. Ja. Oh, mach hinne da. Komm, 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 komm. Man kann halt hier nirgendwie ausweichen oder so. Ja, rollen und drehen und aber eigentlich hast du ja dein Schild, das kannst du in dir verbessern. Aber du kannst schon eine Rolle machen. Ja doch, mit Doppel-S kannst du auch eine Rückwärtsrolle machen. Oh. Ihr solltet auf jeden Fall den Computer verstärken, ne? Dann ist das Schild schon mal wieder, das Schiff schon mal wieder ein bisschen geschützt. Ja, hier genau, sind noch Klingonen drin, Junge. Ja, das macht nichts. 6 haben wir Zahl. So, dann auch noch verstärkt. Das macht nichts, sagt er. Hab schon zwei Dinger verstärkt. So, dann da oben ist und noch das eins. Das letzte, ja. Oh. Warte kurz, ich muss noch das machen. Achso, das ist doch nicht. Pieps, pieps. Jo, kommt wieder Gelaber. Genau. Moment. Ich bin ja eh dran, aber ich warte, bis Onkel soweit ist. Geil gemacht, auf jeden Fall. Muss man erstmal cool gemacht. Sich ein bisschen reinfinden. Aber wenn wir das erstmal alles raus haben, ist ja gar kein Problem. Okay, dann Nummer 1. Wir haben hier Verwundete und die Klingonen könnt jederzeit einen Überfalltrupp schicken. Ich brauche sie auf der Brücke. Zurück zur Brücke. Jawohl, Sir. Komme. Gehen Sie zur Brücke. Okay, haben wir hier einen Fahrstuhl? Muss man jetzt die Treppe hoch, oder? Nee, man muss den kompletten Weg zurücklaufen, glaube ich. Okay. Oder? Ja, den kompletten Weg. Nee, Turbolift zur Brücke. Ich bin jetzt auf der Brücke. Okay, gut, ich fahr auch gerade hoch. Onkel, fährst du hoch? Ja, ich fahr hoch. Sehr schön. Oh, die Brücke. Ey! Oh, da ist einer. Oh, die haben den Captain rausgebeamt. Oh, die Brücke ist. Oh, scheiße. Oh, da stehen noch welche innen. Ach, die schießen. Ey, verpiss dich. Aua, aua. Aua. Hör doch mal auf, das ist ja echt uncool, auf mich zu schießen. Oh, hallo. Meine Schutzschild. Nahkampf, hier, Nahkampf, Wichser. Ja. Boah, ich bin gerade noch davon gekommen. Alter, ich komme nicht klar mit der Steuerung. Und was machen wir jetzt? Der arme Captain. Ich bin tot. Jetzt habe ich nochmal 2 Kreise. Alter, was ist denn hier los? Achso, ich muss hier heilen. Heilen Sie die Kadetten, ja. Onkel, die werden dich schon wieder beleben. Nee, ich bin doch noch am Leben. Ich hab gesagt. Ah, Gott sei Dank. Okay, den Ratzki habe ich. Ja. Geht aber nur ein zu heilen, ne? Oder muss ich da was Spezielles drücken? Da steht, heilen Sie den Kadetten, wenn du neben den läufst. Ja, genau. Achso. Ja, hab ich auch. Alles klar. Ne, da war einer, den konnte ich leider nicht heilen. Zack, so, ich hab wieder was bekommen. Eingehende Nachricht der Klingonen auf den Schirm. Genau. Seid ihr auch schon soweit? Nein. Also, ich schon. Okay, warten wir noch eben auf Onkel. Warten wir auf Onkel. Zwei Kadetten musst du noch heilen, Onkel. Ja. Müssen daneben laufen. Okay. Okay. Auf den Schirm. Ich glaube, der Hardscope ist dran, ne? No. Ja. Ja, echt? Ja, keine Ahnung. Nee, ich war doch nach Rivane dran, oder? Nee. Nee, gut, dann ist es. Nee, nachher. Bist du soweit, Onkel? Ja, ja, ich bin da. Okay. Eingehende Nachricht der Klingonen. Auf den Schirm. Jetzt hier spricht Captain Kadek von der IKS Chot. Keine Ahnung. Sie mögen unsere Entkommen. Was? Enter-Kommandos abgewehrt haben, aber bedenken Sie, dass unser Schiff immer noch getarnt ist. Sie werden uns nie finden, geschweige denn besiegen. Sie haben keine Wahl, ergeben Sie sich oder wir werden Ihren Captain töten und Ihr Schiff vernichten. Niemals! Vielleicht sollten Sie Ihre Entscheidung noch einmal überdenken, Captain, ich. Wow! Oh. Order your crew to surrender, Captain, or I will blow them out of the sky! Die grunzen voll. Ach man, überall ziehen sich die Kinder mit rein. Nun gut, aber ich glaube nicht, dass wir uns ergeben. Nummer 1. Sie sind jetzt Captain des Schiffs. Sie sind nun der Captain des Schiffs. Geil. Ja, mein Schiff. Scheiße, die haben den getötet. Kacke. Oh Mann. Oh, verdammt. Du hast jetzt gespoilert bei mir. Echt? Oh, bist du noch zurück? Nee.
Wir sollen ihn stolz machen. Scheint doch keine Übung zu sein. Der ist auf Alarmstufe rot. Weigel ist tot. We have target lock, Captain. Ja. Meiner steht total gelassen da, ne? So Arm über Kreuz. Der guckt so, okay. Jo, naja, oh, jetzt ballern wir einfach ins Nix, oder wie? Der Flying Torpedo sucht sein Ziel, ne? Wow, nice. Oh, die haben aber ein Schlachtschiff. Und wir haben nur so ein kleines, mickriges Ding. Haha. Da ärgern sie sich. We've lost their signal. What now? Was now? Okay. Okay, wir sind. Okay, wir müssen mit der genau. Ja, Floris sprechen. Der Elisa. Du bist dran, Hartz. Wir haben aber der Captain. Captain Targat wusste, was passieren würde. Und trotzdem hat er den Befehl gegeben. Das ultimative Opfer eines das wir eines Tages eventuell selbst erbringen müssen. Und er hat ihnen das Kommando anvertraut. Wir müssen jetzt nur überleben und seiner gedenken. Nimm sie auf dem Stuhl des Captains Platz. Fortfahren. Yeah. Okay. Die Mission Training wurde gelöst. Korrekt. Ich glaube, jetzt geht's gleich rund, meine Freunde. Einmal Rechtsklick auf den Stuhl des Captains. Und ist jetzt wieder so gelassen da. Bam, bam, bam. Ui, wir sind im Weltraum. Ja. Elisa dreht und zum Dienst an. Elisa Flores, Mensch, taktischer Brückenoffizier der Sternenflotte, Kadett. Sie können den Namen und die Uniform des Offiziers einmalig ohne weitere Kosten ändern. Sie können die Änderung jetzt oder... All decks reporting okay. In, sir. Mit dem ersten Offizier sprechen habe ich da stehen. Habt ihr das auch? Jo, habe ich auch da. Drücke ich an. Es gehen Meldungen... Warte mal nach, Hauptscope nicht. Es gehen Meldungen von allen Decks ein. Die Enderkommandos haben die Schiffssysteme schwer beschädigt. Hinzu kommen noch der Schaden, den der Raider, der uns überfallen hat, verursacht hat. So, ich habe jetzt gerade den Erstklässler gelesen. Tiwi, senden Sie ein Notsignal. Oh, was ist denn das bei mir gerade? Hallo? Du bist dran, Rivano. Ja, ich weiß, aber mir tut sich gerade nichts. Nicht gut. Nee. Ich hoffe, das Spiel hat's in die aufgehangen. Kann gerade nicht mehr anklicken, irgendwas hier. Nein! Hallo Game, mach mich nicht schwach. Seid ihr noch da? Ja. Oh, ja. Es geht einfach nicht. Ja, da würde ich sagen, tun wir an der Stelle erstmal den Part beenden. Ja, machen wir so. Auch wenn es jetzt ja bloß 18 Minuten sind, aber mein Gott, dann können wir das wenigstens in der Pause klären. Geht nichts. Das ist halt Browser-Game. Ich komme nichts, kann nichts mehr anklicken. Das ist trotzdem kein Browser-Game. Ja, doch, ein großes. Nein, das ist kein Browser-Game. Das ist einfach bloß ein Free-to-Play. Aber okay. Oder so, ja, irgendwie sowas. Keine Ahnung, geht nicht, okay? Let's go. Passt. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir für diesen Part die beiden Jungs. Der Onkel und der Rivano sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part. Ciao. Tschüss. Ciao.